Hallo zusammen, heute mal ein Schulterstabilisationsprogramm bestehend aus 7 Übungen. Das Programm eignet sich gut zum Warmmachen vom Krafttraining, vom Schwimmen, Paddeln oder einfach um die Schultern zu stärken. Das Einzige, was ihr dazu braucht, ist ein Gummiseil, was ihr einfach wo festmachen könnt. Und ich würde sagen, wir schwatzen nicht lange, sondern fangen direkt an. Kommen wir nun zur ersten Übung. Wir beginnen mit einer Innenrotation. Ihr legt den Unterarm an eurer Seite an und habt einen rechten Winkel in eurem Ellenbogen. Nun beginnt ihr mit einer Innenrotation und führt die Handfläche ungefähr bis zur Mitte des Körpers. Anschließend führt ihr diese wieder zurück zur Ausgangsposition. Als nächste Übung haben wir den Gegenspieler, eine Außenrotation. Nun beginnt ihr mit der Hand vor der Körpermitte und rotiert diese leicht nach außen, etwas über die Seite hinweg. Als dritte Übung haben wir eine Übung für die hinteren Schulter, für die Schulterblätter und den oberen Rücken. Dazu stellt ihr euch dem Gummiseil zugewandt hin und nehmt jeweils ein Ende in eine Hand und zieht dieses schön sauber zum Oberkörper. Bei der vierten Übung stellen wir uns wieder parallel zum Gummiseil hin und nehmen beide Enden oder ein Ende, je nachdem, in eine Hand, strecken den Arm, sodass wir ungefähr einen 30 bis 45 Grad Winkel in der Achselhöhle haben und ziehen dann das Gummiseil zu unserem Körper. Nun wieder der Gegenspieler. Dazu bleiben wir gleich stehen, nehmen allerdings die ein Gummiende in die andere Hand und beginnen so, dass der Arm gestreckt am Körper anliegt und strecken ihn nach außen in den 30 bis 45 Grad Winkel. Bei der nächsten Übung stellen wir uns dem Gummiseil wieder zugewandt hin und nehmen jeweils ein Ende in eine Hand. Wir strecken die Arme nach vorne und ziehen diese zu uns ran. Die Ellenbogen sind auf Schulterhöhe. Im Ellenbogen haben wir einen Winkel von 90 Grad. Nachdem wir diesen rangezogen haben, klappen wir diesen 90 Grad nach oben, verharren dort kurz in dieser Position, klappen ihn wieder 90 Grad nach unten und gehen wieder nach vorne. Bei der letzten Übung haben wir wieder beide Enden jeweils in einer Hand und stehen dem Gummiseil zugewandt. Die Arme sind ausgestreckt, leicht vor dem Körper und wir ziehen diese neben den Körper und tun dabei die Schulterblätter hinten schön zusammenziehen. Das war's auch schon. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Um keine Videos zu verpassen, abonniert diesen Kanal. Und lasst mir gerne unten in den Kommentaren da, zu welchen Übungen bzw. Muskelgruppen ihr noch Übungen haben wollt.